Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, ihr hört da schon wieder einen Bär. Keine Ahnung, der da gerade einen Spieler angreift oder anderes Tier oder ob er nur so brüllt, werden wir gleich sehen. Gut, ich zeige euch einmal hier kurz mal. Ich habe hier zugemacht, die Kisten dahinter weggehauen. Ja, ihr seht, ich habe die Kisten immer noch mitgenommen, die noch da waren draußen. Mein Standard-Einräumungsprinzip. Ich habe schon mal eine halbautomatische gemacht. Ihr seht, zwei Wasserrohrschaufel mit der grünen Munition. Kameras und Leppis haben wir auch schon. Ja, ihr seht, loot-technisch. Also, ich kann ja mal eben gucken, wie lange wir jetzt hier auf dem Server sind. Müssen das 2 Stunden sein oder was? Ja. Ja, und ihr seht, ne, Wahnsinn, dass wir schon hier an Loot haben. Also ich brauche gar nicht, ne, Raststab brauchst du eigentlich nur für Waffenteile. Gut. Ja, das war's, ne? Viel mehr kriege ich hier nicht rein. Alle Stricke reisen, könnte man hier noch eine Kiste hinstellen, aber ihr seht hier die 3 Öfen. Ja, wir brauchen halt langsam Steine, ne? Ihr seht, Erz ist fast weg. Als erstes brauchen wir mal Holz, dass wir den Rest noch wegbrennen können. Wir werden jetzt erstmal das Wassermoped draußen hinstellen. Wir werden mal unser Zeug ernten fix. Wo es noch wer anders tut. Sie reichen auch. Ja, ihr seht, einen Bogen als Ersatz habe ich schon liegen. Jetzt brauchen wir erstmal Holz. Ich würde in der Nacht auf jeden Fall auch noch eine Holzrüstung. Oh, es ist gar kein Loot mehr hier. Ich habe vorhin den ganzen Loot stehen lassen, habe immer nur die Kisten genommen. Da steht noch ein bisschen Loot. Ja, wie gesagt, ich nehme alles mit, was hier ist. Und natürlich Holz. Aber solange wir hier die Ruhe haben und die Möglichkeit, nehme ich es mit. Ihr seht, wie viel hier rumsteht. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob es an den Server-Einstellungen liegt, aber ist Vanilla-Server halt, ne? Ob ich einfach Glück hatte hier mit dem Gebiet. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, wir haben zwar einen Fluss hier, aber ich werde trotzdem gleich immer so einen Regenfänger noch aufstellen. Ja, und ihr seht, wir bekommen ja auch gleichzeitig ein bisschen Holz, ne? In den Kisten. Ach, Kisten in den Fässern. Backt es wieder rum. Ja. Und hier haben wir noch 6 oder 7 Planen. Die müssen wir dann mal schreddern gehen, ne? Ja, sehr geil. Guckt euch das an. Brauchen wir gar keine machen. Nähzeug ist auch sehr geil. Ja, ich habe halt nicht viel Platz, ne, in meiner einer Foundation da. Ich kann also maximal eine Ersatzausrüstung liegen haben. Ich wollte zwar eigentlich noch so ein, ja, wie sagt man dazu, hier so ein Spind hinstellen, aber den müsste ich dann ins Dreieck stellen und dann müsste ich es auflassen und ja, nicht so optimal. Ich guck mal, die 3 Steine, die hier sind, die scheinen auch immer ratzfatz wieder zu spawnen.
Nimm die mal eben mit. Ich weiß, wir wollten eigentlich Holz holen, aber wenn die hier liegen. Dazu noch Sulfur. Den letzten sehe ich, glaube ich, nicht ohne Licht. Ich glaube, hier unten in der Ecke, ne? Na, das ist eine Kiste. Dann war es weiter hier. Na, keine Ahnung, ich sehe es nicht ohne Licht. Muss ich eine Lampe mitnehmen. Wir wollten die ja immer erkunden, ne? Ihr seht's. Kannst hier an einem Fässer schlagen bleiben. Nähzeug ist sehr geil. Haben wir noch nicht so viel von gehabt. Plane ist auch super. Eine Plane sind 50 Stoff. Und ansonsten kommen wir ja nicht so einfach an Stoff, außer durch Tiere. Ja, eben ausleeren, dann noch ein bisschen Holz machen, ihr hört schon, die Öfen sind aus. Ihr seht, sie haben 15 Rohre, ne? Wir können auf jeden Fall einen Flammenwerfer machen auch. Können wir ausquetschen hier diese komische. Ich packe sie erstmal hier mit rein. Hier. Ja, der Platz wird uns ausgehen. Ist keine Frage. Ist nur die Frage, wann. Ah, die komische Picke nehme ich mal mit. Jetzt holen wir Essholz. Das wird eventuell das nächste Problem, oder? Das erste Problem werden. Noch mehr SD. Ich meine, noch einmal hier ein paar Bäume stehen. Hier sind so ein paar kleine, die noch nachkommen wieder. Aber ich mache jetzt mal hier die drei großen weg. Dass wir auch mal ein bisschen bessere Sicht haben zu unseren Nachbarn darüber. Aber das ist sehr gut, aber. Jetzt erwärmen wir auch noch nicht viel. Ich habe wieder das Wasserding noch nicht hingestellt. Gut, machen wir gleich. Das wäre jetzt das Einzige, dass wir halt ein bisschen weiter laufen müssen für Bäume, aber also für Holz. Aber wie gesagt, die Kleinen, die kommen ja auch nach bis morgen. Sollte schon passen. So, den noch fix. Ja, die Airdrops kommen hier die ganze Zeit in der Nacht irgendwie. Deswegen habe ich auch die halbautomatisch schon mal fertig gemacht mit Licht drauf. So wie ich sie immer mache halt. Ja, das Schöne ist, wir können ja noch zwei Stück craften. Bedeutet, wir können auf jeden Fall noch eine mit Schalldämpfer machen. Gut, zack. Muss mal eben hier rausnehmen alles. Ist es nicht mehr an.
Obwohl, das war doch eigentlich gut, ey. Kann ich nicht mehr hier so. Das ist doch auch scheiße. So, 600 macht er nämlich. Zack. Was haben wir hier jetzt noch? Perfekt, dann können wir noch das Sufo reinschneiden. So, auch nur 200. Na. Perfekt. Boah, die Dinger sind laut, ne? Junge, Junge. Selbst durch die Tür durch sind die noch nervig. Gut, ein paar Steine wollte ich mitnehmen. Ich wollte mal ein paar Pfeile machen. Also, jetzt hauen wir kurz das Regenmoped hier hin. Zack. Und nochmal Holz. Ja, ihr seht, die Richtung ist schon alles weggefällt. Jetzt machen wir hier weiter. Holt er wieder ab oder kommt er? Wenn er kommt, kriegen wir Probleme. Ja, das war klar, ne? Oh, man geht da hoch, ey. Fuck. Ich glaube, der tötet uns, bevor ich da bin. Wo ist er? Wahrscheinlich genau unter der Foundation jetzt, ne? Dumme Aktion von mir. Ich sag ja mal so mit den Bären, ne? Jetzt denke ich mir meine 15 Kraft. Oder 15 HP. Schon mehr Luke gespawnt. Diesen Wolf. Vielleicht können wir den mal anlocken. Oh, da, ey. Ja, gut, dann müssen wir jetzt sterben. Einmal nützt ja nichts. Ich glaube, der hängt hier unter der. Na, wo ist er hin? Keine Ahnung, ey. Immer noch sehr komisch hier mit den Viecher. Ja, ich nehme jetzt die Fässer hier nochmal fix mit. Da müssen wir erstmal ins Lagerfeuer mit uns hochheulen. So viel kannst du ja gar nicht essen, ey. Ja, keine Ahnung, was mit dem Bär los ist. Ganz komisch verhalten die Tiere sich irgendwie. Ja, komm, ein bisschen holt's nämlich mit, auch wenn natürlich jetzt das Problem ist, wenn mich einer sieht. Egal wo er trifft mit einem Pfeil, dann falle ich um, ne? Deswegen, ich nehme nur den einen Baum hier mit. Weil ich noch ein paar Pfeile machen kann, dass auch noch ein bisschen Holz da haben. Gut, Leute. Kurz hochheilen. Dann schauen wir uns mal den Rest dieser kleinen. Nur so klein ist die Insel ja nicht.
Schauen wir uns mal die Nachbarn an. Wir könnten uns auch eine Pumpe machen. Wir haben jetzt 20 Stück zusammen. Also Möglichkeiten haben wir genug. Da haben wir auch ein bisschen was. Bedeutet, ich mache auf jeden Fall mal eine zweite Spritze. Können wir uns jetzt leisten. Gut. Holz ballern wir erstmal hier rein, solange Platz ist. Ja, wir können uns ja auch mal ein bisschen Stoff gönnen und... Komm, dann können wir nochmal 40 hochheilen. Ihr seht, ein bisschen Nahrung haben wir auch schon liegen. Ja, wenn wir jetzt hier erkunden, dann werden wir auch nur noch Kisten mitnehmen. Keine Fässer oder was. Deswegen können wir eigentlich den Wiki-Kleber hier lassen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mitschlören. Ja, hi. Ich habe leider gerade keine Zeit, ich bin beim Aufnehmen. Also, falls du das Video siehst, tut mir leid. Muss bis zur Nacht warten, dann kann ich dir antworten. Ja, die Tiere nerven mich hier. Auch die ganze Nacht über hörst du hier die Fußtapsen. Wahnsinn. Wahrscheinlich wieder ein Bär oder was? Wolf, wa? Oh Mann, ey. Ja, ich habe gemerkt, auch die Schweine, wenn ihr die einfach im Arsch schießt, fallen sie um. Ihr habt das jetzt beim Wolf auch gesehen. Also ich glaube fast, da ist irgendwie ein Bug, dass der Kopf am Arsch ist, oder was? Weil so kannst du dem Schwein 4 Pfeile reindrücken. Oder dem Wolf. Aber kaum triffst du es am Arsch, fallen sie mit einem Schuss um. Ganz kurios. Kann gut sein, dass das verbuggt ist. So, bring's kurz rein. Dann ziehen wir mal los. Fangen wir mal langsam an hier mit der Insel. Da werden wir vielleicht noch unseren Nachbarn da angucken. Am nächsten Tag. Ich brauche auch noch eine Müllkiste. Ich muss hier jedes Mal sofort einsortieren. Ne? Anders geht es im Moment nicht. Ich habe noch nichts für Erze. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also das nicht wegschmeißen. Ob ich hier noch eine kleine Kiste hinkriege. Steine. Pfeile haben wir genug. Zack. Kalt ist ihm immer. Gut, kann natürlich sein, dass es gleich in einem halbautomatischen entgegenkommt oder was auch immer. Da hinten ist der Bär übrigens. Da ist einer. Uns gesehen? Stimmt, ne? Er kümmert sich um den Bär. Na, guck mal hier in meine Richtung. Ich sehe da nicht, ob der eine Waffe hat. Mal eben die 100% voll. Er hat den Bär down. Er hat uns gesehen. Na gut, zu verlieren haben wir nichts.
überlege gerade, wohin will. Dem Wehr, glaube ich, liegen lassen, oder? Da ist er. Das ist verdammt weit weg, ne? Zu weit weg. Jetzt schießen soll, ich habe mal so Augen verloren. Ich hätte mir mal eine Armbrust machen sollen, ich Idiot. Wo ist er hin? Dass unser Nachbar von da drüben ist. Komm, wir laufen mal rüber. Ich habe da einfach immer noch ein bisschen Hemmung, ne? Muss da einfach mal abgewichster werden, um das mal deutlich zu sagen. Aber war halt ein bisschen sehr weit weg, also da macht der Bogen auch nicht mehr so viel Damage. Vielleicht hätte ich stürmen sollen mit der Waterpipe. Weil er scheint auch nur die Kisten mitgenommen zu haben. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich habe halt nicht gesehen, was er hatte. Ne? Der hat auf jeden Fall auch einen Wolfskopf auf. Aber ich habe halt nicht gesehen, ob er eine Waffe auf dem Rücken hatte. Tja. Aber im Endeffekt hatten wir ja nichts zu verlieren. Wir hätten also ruhig. Klar, die Kleidung, aber. Die Waterpipe, aber mein Gott. Tja, keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Also zurück ist er nicht. Das hätte ich gesehen. Ich kann wissen. Das ist der Wolf. Kann es echt sein, dass das unser Nachbar da hinten ist. Ja, war schlecht für mich. Ich hätte einfach näher ran. Hätte ich auch mal gewusst, wozu er hingehört, ne? Vielleicht ist er auch jetzt hier außen rum zu unserer Base gegangen, das weiß ich auch nicht. Das macht ja auf jeden Fall jetzt keinen Sinn, hier noch rumzuhängen. Vielleicht geht er auch eine Runde, kann sein. Auch eine Runde um die Insel hier zum Erkunden auch, so wie ich das mache. Oder wie ich es vorhatte. Wir schauen, müssen die Augen offen halten. Kann sein, dass der hier rumrennt. Ja, ich muss mir halt einfach das Zögern abgewöhnen, ne? Ist einfach so. Vor allem, wenn es so einer, wenn es 1 gegen 1 ist, dann muss man drauf. Fertig. Ist aber nicht mehr ganz so lange hell.
Ja, entweder ist er rübergeschwommen. Oder er ist, läuft bald an meiner Base lang, dass er die Insel von der Seite her mal abgeht. Um zu gucken, was hier so los ist. Oh, einfach ab. Dumme Sau. Ist das ein Base da vorne oder was? Da haben wir dann schon ein fettes Ding hingesetzt, ne? Ist eine Base. Ja. So denselben Gedanken habe wie ich zwischen Leuchtturm und Bergbauposten. Gut, dann wird das der Typ sein, der rumgerannt ist. Er wird den Runde gedreht haben. Wie du lang mal am Base rumpimmeln. Oder er verfolgt uns, dass er uns gesehen hat. Kann natürlich jetzt auch gut sein. Ich würde natürlich hier gerne die Steine mitnehmen. Und da hapert es ja bei uns ein bisschen dran. Da drüben ist auch eine Base. Ach, das ist doch die Base. Ist schon soweit. Ja, die Krankheit, die Müdigkeit. Ich werde auch nicht mehr so lange machen. Wir haben unsere kleine Base stehen. Ich hätte halt gerne noch eine Amore-Tür. Vielleicht gehen wir gleich nochmal ein paar Kisten looten. Am nächsten Tag. Dafür muss ich aber die Steine mitnehmen hier. Ja gut, ich muss es riskieren, nützt alle nix. Ja, das ist halt, was ich sagte, ne? Wenn du dann Eis nochmal weißt, dass hier einer rumrennt, dann muss er aber ja ein bisschen vorsichtiger sein. Vorher die ganze Zeit easy peasy. Und ich hier natürlich kloppe, ihr habt ja gehört, wie weit er weg war, wenn mir was Fass gehauen hat. Sich angehört, als ob er neben mir stehen würde. Ich gehe da nochmal runter bis zum Fluss. Das war noch ein Stony. Es wird dunkel, das ist natürlich auch scheiße. Na, er hat auf jeden Fall schon eine fette Base da hingesetzt. Werden wir uns auf jeden Fall mal genauer angucken müssen. Aber nicht mehr jetzt, was dunkel wird. Genauso wie die Base auf der anderen Seite vom Fluss.
Den Stein dann noch mitnehmen. Dann werden wir erstmal. Hier ist noch einer. Wenn wir erstmal straight zurückgehen. Ja, wir sind doch schon wieder bei 30 Minuten. Irgendwie klappt das nie, ne? Dass ich mit meine Folgen mal kurz halten will. Ist gar kein Stein. Da ist aber einer. Zwei sogar. Ja gut, das macht jetzt auch keinen Sinn, ne? Ich werde jetzt euch mitnehmen noch, bis wir zu Hause sind. Vielleicht ist ja auch eine Höhle gegangen, wer weiß. Sich da mal umzugucken oder was? Ich weiß ja nicht. Ich sehe, was ein Airdrop kommt. Wissen wir auf jeden Fall, dass wir Gesellschaft haben, falls er hier einen abwirft. Aber dann müsste ich auch die halbautomatische holen, sonst brauchen wir da gar nicht hingehen. Ja, schade, dass er immer in der Nacht wirft hier. Das ist nur ein Pferd, ne? Ich dachte schon, da wäre er gewesen. Ja, die wirft eher eine Kuppel ab. Sieht aber gar nicht ganz so weit aus, ne? Mist, ey. Na, ist ein Stück. Das bringt mir nichts. Dann ab. Da ist gar nichts, ey. Das gibt's gar nicht. 62 Holz, ey. Boah, ich muss den Fluss umlaufen, ey. Kacke. Und da ist ein Bär, ne? Boah, jetzt haben wir echte Sorgen hier. Ich hätte mal Licht auf die Scheiß. Hier war er auch schon. Oh Mann. Ja, jetzt sehe ich ihn eh nicht mehr. Ich hätte mir mal Licht auf die... Ich muss durchs Wasser. Die Waterpipe machen sollen, mein Gott. Ja, das ist natürlich jetzt hier auch volles Risiko, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wo genau unsere Base ist. Ziemlich in der Ecke da. Minus 47, ey. Kann auch sein, dass der Typ da jetzt auf uns wartet. Da müsste die Höhle sein, rechts. Naja, das ist ein Reh. Zack. Ja, so ein Airdrop wäre natürlich was Feines, ne? Ein Zahnrad bräuchten wir noch. Das müssen wir jetzt gleich am nächsten Tag nochmal angehen. Da muss ich mir hier auch noch was überlegen, von wegen Steine. Das
Jetzt haben wir wieder kein Holz, ne? Mann, 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 Mann. Zack. Sehr gut. Boah, das ist Bärenfleisch, ne? Das ist sofort. Wenn das nicht nach einer Sekunde rausnimmst, Schweinefleisch und Wolf kannst du auf jeden Fall länger drin liegen lassen. Okay, Leute. 36 Minuten. Ja, ich werde noch eine Folge durchziehen gleich, denke ich. Eventuell zwei, müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer, lasst mir gerne einen Kommentar da. Bis dann. Ciao.